Kurs sind, sich hier im Grund runter an die Spitze zu schieben. Der Daniel Harnisch, zusammen mit Lutz Weiß, die haben das schlau gemacht. Und schauen Sie mal, kaum habe ich es gesagt, kommt der Schäfer angeflogen. Jetzt hier, auf 20 zu 3, hat der Kinder von Hofmann. Stefan Schäfer aus Forst, amtierender deutscher Stehermeister im Zweikampf für Tom Hofmann. Den Porsche. Wir bitten dich, Franz Schieber, wenn du mal ganz kurz Rücksprache mit dem Wettkampf hier nicht zu halten, denn hier scheint etwas mit dem Transporter nicht zu funktionieren. Also lieber Franz, schau bitte noch mal am Wettkampfgericht vorbei, bevor es auf die Ehrenrunde geht. Ob dein Transporter richtig sitzt, da gibt es wahrscheinlich keine Probleme. It's just like that's how it is. Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I had a vision, can't you see? Ja, wir rufen zur Ehrenrunde den Sieger des ersten Laufs, den Römermeister Franz Schieber aus Forst. Maxi wird ihm hier die erste Blume übergeben. Schieber!
jetzt an der frischen Luft, in der vorteilhaften Position, zieht jetzt richtig durch und Harnisch immer noch mit Problemen. Ganz starkes Rennen hier von Martin Brunner. Konnte bereits eine Etappe bei der Tour de Berlin gewinnen, ebenfalls bei der Frankreich-Rundfahrt Tour de Lion-Share, bei der Bulgarien-Rundfahrt und er wurde einmal wieder bei der deutschen Meisterschaft. Ein ganz sympathischer Kerl, der noch sehr, sehr jung ist, genauso wie Daniel Harnisch, 26 Jahre jung, aus Prag kommt er und wird hier von Richard Freibus natürlich trainiert und sagt sich, ich habe Zeit. Schiefer gegen Schäfer, das wird ein ganz, ganz harter Zweikampf.
Karl Schieber! Will natürlich dieses Jahr den Obermeistertitel zurückerobern. Und jetzt, mit ihrem verdienten Applaus, kommt er auf die Ziellinie, der amtierende deutsche Meister, der Steher, der Löwe aus Forst, Stefan Schäfer. Ich darf Ihnen